Und damit herzlich willkommen zu Alan Wake, dem zweiten Spiel auf meiner Steamliste, das ich unfreiwillig, aber gerne zocke. Denn ich habe schon mehrmals erklärt, und das will ich jetzt nicht nochmal hier erklären, was für ein perfekter Start. Wie gesagt, Alan Wake, zocke ich heute auch das erste Mal. Ich habe ehrlich gesagt auch nie was davon angesehen, ob... Also, ich weiß, dass es ein Horror-Third-Person-Game ist, aber mehr weiß ich auch nicht. Gibt's eigentlich nicht zu sagen. Wie gesagt, das zweite unfreiwillige, aber gern gespielte Spiel, was ich auch gerne zocke. Ja, gern. Ach man, dieses Deutsch, ey. Der Nachfolger von Alpha Protocol. Es gibt Extras. Statistiken, wie auch mitwirken, falls irgendjemand interessiert, mich nicht. Haben nur die Dinge angepasst, die Optionen. Und ansonsten starten wir, würde ich sagen, ein niegelnagelneues Spiel. Leicht. Stephen King schrieb einmal, Albträume existieren außerhalb der Logik. Es bringt wenig, sie erklären zu wollen. Sie sind die Antithese der Poesie der Angst. In Horrorgeschichten fragt das Opfer ständig nach dem Warum. Aber es gibt keine Erklärung und es sollte auch keine geben. Das ungelöste Geheimnis verfolgt uns am längsten und ist das, woran wir uns schließlich erinnern. Mein Name ist Alan Wake. Ich bin Schriftsteller. Ich hatte schon immer eine rege Fantasie. Aber dieser Traum hat mich aus der Bahn geworfen. Er war wild und düster und sogar für mich ziemlich verrückt. Ja, es begann mit einem Traum. Für einen Albtraum typisch war ich zu spät dran und musste dringend mein Ziel erreichen, einen Leuchtturm. Es gab wichtige Gründe, an die ich mich nicht erinnere. Um dorthin zu kommen, fuhr ich auf der Küstenstraße zu schnell. Ich hatte den Anhalter zu spät gesehen. Er war tot. Ich war überzeugt, dass ich im Gefängnis landen und Alice nie wiedersehen würde. Plötzlich war seine Leiche weg. Episode 1, Nightmare. Ich stand noch unter Schock und konnte mich kaum auf den Beinen halten. Sehen Sie zum Scheinwerfer mit rechten Stick. Und nach oben und unten sehen? Nein. Also mit linken Stick kann ich laufen wie gewohnt. Und mit rechten Stick. Ah, okay. Rechten Stick kann ich die Kamera. Ja, alles klar. Dann gehen wir mal mit dieser komischen Laufanimation. Die ich ziemlich strange finde. Erstmal sich dann gucken. Weil wir es können. Herr Miss. Ich musste zum Leuchtturm. Ich wollte es gerade sagen, wir müssen ja zum Leuchtturm. Oh, steht da. Missing. Have you been? Ach, keine Ahnung. Wo müssen wir hin? Diesen Weg gehe ich mal. Also, gehe ich davon aus. Aha. Lol. Sie erkennen mich gar nicht, oder Schreiberling? Halten Sie sich für Gott? Glauben Sie, dass ich nicht einfach sage? What the fuck, was macht der da? Mit Menschen spielen und sie töten, damit es die Spannung steigt. Oh, ein PR-Code. Was hängt der da? Ach, du bist scheiße. Kann ich eigentlich irgendwie sprinten? Springen, ja. Sie haben den Termin verpasst! Mist.
Bitte kann ich will mich doch nicht aufhalten. Ich will nur ausweichen. Nein, du sollst ausweichen. Verdammt. Ja, what the fuck? Ich bin doch ausgewichen. Komm nochmal, komm nochmal. Ja. Ach so, Aha. Ich erkannte, dass er eine Figur aus der Geschichte war, an der ich gearbeitet hatte. Hä? Was macht denn hier? Achso, nee, es ist ja nur der Albtraum. Wie fühlt es sich an, durch die eigene Schöpfung umzukommen? Ja, jetzt können wir rennen, endlich. Darum auch immer das vorher nicht ging. Sollte vielleicht hier nicht singen. Komm schon, rennen, Ellen, rennen. Na gut, bin schon nicht kriegen. Warum wechsel immer die Kameraperspektive? Weil rechtes Ding ist ja das Ding wechseln. Aber aus irgendeinem Grund wechselt immer automatisch. Okay, also ist doch real life. Schnell in den Kühlschrank. Es gab kein Entkommen. Nein, der Stuhl. Ich finde das ein bisschen witzig. Oh, ich kann hier rauf. Yeah. Yeah. Nein. Ja. Muss ich fliehen vielleicht? Die Hütte war eine Todesfalle. Jetzt muss er wieder raus. Ich raus. Okay. Wie komme ich hier raus? Wo denn? Endlich, ey. Ach nee, ich dachte im Schatten. Okay, dann gehen wir mal. Wo auch immer. Sie sind verletzt. Sie sollten ins Licht gehen. Nur dort. Redet sind Sie das Licht wieder. Mit mir, okay. So. Warum? Ich verstehe noch nicht ganz, wieso ich das Licht halte. Gut gemacht. Ich muss Ihnen etwas Wichtiges erzählen. Es lautet so: Denn er wusste nicht, dass unter dem See, den er Heimat nannte, ein tieferer, dunklerer Ozean liegt grün, wo die Wellen wilder und doch ruhiger wegen. Seine Häfen habe ich gesehen. Seine Häfen habe ich gesehen. Verstehen Sie? Nein. Zum Licht. Oh, endlich baut er uns die Brücke. Die Treppe, nicht die Brücke. Ich bin in Ihrem Traum, um Ihnen etwas beizubringen. Die Dunkelheit ist gefährlich. Noch schläft sie. Wenn sie spürt, dass sie kommen, wird sie erwachen. Es ist wenig Zeit. Ich kann ihnen nur das Wichtigste zeigen. Der Anhalter wird jetzt vom Dunkel kontrolliert. Man kann ihn nicht verletzen. Die Dunkelheit schützt ihn vor jeglichem Schaden. Nur Licht kann die Dunkelheit verteidigen und ihn wieder verwundbar machen. Hier die Lampe. Yeah. Richten Sie die Taschenlampe auf ihn und verteidigen sie die Dunkelheit. Stirb. Kreatur, Penner. Gut gemacht. Jetzt wird er nicht mehr von der Dunkelheit geschützt, aber sie ist noch in ihm, sie steuert ihn. Er kann nicht gerettet werden, er ist eine Bedrohung, er ist ihr Feind. Hier, nehmen Sie die Waffe. Revolver. Okay. Ja, willkommen zumindest der Waffe. Ja, sterben Sie. Ja. Oh, ich muss kurz das Licht entschalten. Sehr gut. Vergessen Sie nicht, was Sie gelernt haben. Das ist alles. Ich gebe Ihnen jetzt Ihren Traum zurück.
In dem Albtraum übernahm eine furchtbare Dunkelheit die Welt. Der Leuchtturm war der letzte sichere Ort auf Erden. Warum der Leuchtturm? Sie haben mich geschaffen und jetzt werde ich sie töten. Genau, stirb. Aua, ey, du Cheater. Der haut einfach nach oben. Das war's dann, Wake. Schnell, 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 ich will nicht, dass der mich bekommt. Kommt noch nicht mehr? Ja, genau. So wie ich. So, erstmal an der Schießen. Ich finde es witzig, dass ich mit der. Den, das. Praktisch der. Lichtpegel von der Taschenlampe mein Zeiger ist. Finde ich voll geil. Sterben. Und jetzt. Ja, auch so. So sprinte ich nochmal, genau. Und so Spiele sind immer irgendwie angenehmer, wenn man sie mit. Damit kann ich ewig weitermachen! Ja. Da hilft auch die Taschenlampe nicht mehr. Lauf. Lol. Lauf dreifach Vollscam. Links wieder. Lauf. Also der sieht noch so weit weg. Ach so. Verdammt, dann geht's ja. Schneller. Ach so, ich soll. Keine Batterie mehr. Ach so. Das ist die Batterienanzeige. Oh. Geh weg. Ja, eher als schnell. Na doch. Ich dachte schon, es wäre jetzt eine Kirche oder so. Baby, war nur ein Albtraum. Alles ist okay. Du bist eingenickt. Ja. Mehr als eingenickt wäre ja auch mal etwas Neues. Freu dich, Liebling. Wir sind da. Irgendwo habe ich das schon mal gesehen, das kommt bekannt vor. Da kommen wir dann ins Café. Tun wir so, als wären wir im Urlaub. Stell dich neben den alten Herrn. Ich mache ein Foto von dir, mit der Stadt im Hintergrund. Okay, ich sag dir auch einen Titel für das Bild. Ein Städter, kurz bevor er von einem Bär gefressen wird. Hi. Hallo, schön, dass Sie gerade jetzt unsere Stadt besuchen. In 2 Wochen ist Hirschfest. Hirschfest? Hast du das gehört, Schatz? Ihre Frau ist sehr hübsch, wenn ich das sagen darf. Mein Name ist Pat Main. Schön, Sie kennenzulernen. Ja, ich bin Alan Wake. Ich habe einen berühmten Schriftsteller wie Sie natürlich erkannt, Mr. Wake. Es ist mir eine Freude. Ich bin eine echte Leseratte. Ich will mich wirklich nicht aufdrängen, aber ich moderiere die Abendsendung beim lokalen Radiosender. Bekomme ich vielleicht ein Interview? Wissen Sie, Mr. Main, ich mache hier Urlaub. Eigentlich wäre es mir am liebsten, wenn meine Anwesenheit unter uns bleiben könnte. Das verstehen Sie doch sicher.
Natürlich, verlassen Sie sich auf meine Diskretion. Ich bin nicht schwer zu finden, falls Sie Ihre Meinung ändern. Ich wünsche Ihnen beiden einen Schönen Tag. Kann ich nicht einfach... Bäm, rechte Faust und so.